So, hallo meine Lieben, hier ist nochmal der Wupster und Ikanex ist auch wieder am Start. So, lang, lang her. Ja, Hi Chris, cool, dass du. Ach, da bist du ja. Hallöchen. Bums. Ja, So, jetzt sind wir natürlich in derselben Kneipe ausgelockt. Moment, so, einladen. Und ich weiß gar nicht mehr, die Sumpfaktion habe ich schon richtig vergessen. So, ah, immer noch geht der Recount auf, den muss ich mir mal oh, ich muss runterschaffen. verkaufen, sehe ich gerade. Ja, das ist immer gut. Wenn ich die Map aufmache, sehe ich direkt hier unsere Route. Wahrscheinlich erstmal Perfekt. E3, die Haut eines jungen Krokodilisken. Krokodile, so. So. Tja, irgendwie seit Blastermann gucke ich hier immer nach irgendwelchen coolen Büchern, aber hier ist ja nur eingedeckt, irgendwie. Weil man will sich ja doch dauernd irgendwie so Fortbildungstrip, sowas. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Die Kaldorei und der Brunnen der Ewigkeit. 10.000 Jahre bevor die Menschen und die Orks hier. Im Moment, das ist Blastermanns Metier, Leute. Ein kleiner Joke, ne? Nee, auf jeden Fall gut, Nächste Stunde, los geht's. das kann ich dann genau, Alter, so 3 Stunden später. Das kann ich dem Blastermann dann irgendwie mal stecken. Ja, das wäre sowieso mal irgendwie. Aber so weit sind wir mit den Kleinen noch nicht. Aber sobald wir halt mal so Schlingendorntal, was ich halt jetzt auch mal sehr spannend fände, wäre, wie das da so mit dem Schwarzhandel läuft zwischen Horde und Allianz. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Cooles finde, was du tragen könntest als Paladin, ich glaube, ich habe mir da auch mal was gebunkert, da müssen wir das in Booty Bay mal probieren. Also in der Beutebucht. Da ist nämlich ein gemeinsames Auktionshaus. Ne? Das heißt, da könnte ich was reintun. Ne, mit Blastermann und praktisch du musst ganz schnell dann im Auktionshaus darauf bieten dann. So, weißt du, Preis ausmacht. Gut, das hat jetzt WoW nicht gehört und Blizzard sollte man nicht, aber es klappt. Ist ja kein Cheaten, ist ja eher so in der Welt halt so, dass sich dann doch verbünden. So, naja. Gut, oben liegt das Buch, Ja, hier muss ich mir nochmal ein ich Schick kaufe ein holen. bisschen Zoll. Genau, so. Ah ja, verkaufen habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe ja auch massig Post. Die Kaldorei und der Brunnen der, was? Der Ewigkeit. Kaldorei, habe ich noch nie gehört. Naja, wir sind ja so wissbegierig geworden. So, was sagt mein. Ich habe auch neue Waffen und so gefunden. Wie geht's? Hallo? Ich war ja auch mit Ivelix lang nicht mehr unterwegs. So, wir haben einen Dolch, den kann ich aber erst mit 24 anziehen. Der Fleischbohrer. Da wir bestimmt wieder irgendwie so gleich schwimmen müssen, hau ich dir gleich mal, gebe ich dir gleich mal ein paar Schwimmtempotränke. Ach, wie habe ich das Blümchen Ah, das haben wir auch drauf. Pflücken vermisst. Oh, werden wir da draußen angegriffen oder Seid was auf der geht Hut. da? Ich weiß es nicht, es ist mir egal. Alter, voll. Hier ist aber richtig mal, was geht hier? Action, sagst du mal, ach Gott, erst wenn wir den Stau finden. Alter, komm mal hier Ist ja gucken. nicht. Wir mischen uns da mal besser nicht ein, ne? Guck mal, der macht die hier alle Oh. platt. Hier draußen vor der Tür, wo bist du? Ich seh dich gar nicht, Alter. Und hier ist eine Quest, die wir annehmen können. Was? Kann ich euch helfen? Für die Allianz. Ist schon eindrucksvoll, ja. Der Krieger, da macht er alle platt. Raffgier macht hier alles platt. So, hast du die Quest angenommen vom ersten Mart Ja, Fizio? letztes Mal schon. Und da hinten habe ich auch noch eine. Jetzt habe ich immer noch nicht in Briefkaste geguckt. Handzettel zum Ah, Briefkasten, da Reitschwelgen. muss ich auch reingucken. Ja, so bist noch 17. Ja, dann warte ich mit meinem Reittier auch, bis du soweit bist. Da hinten ist die Quest. Ich höre Stimmen. Das ist bestimmt mein Handy. Nee, da war richtig gut besucht. Also das Gut. ist wirklich total Seid bescheuert. vorsichtig. Ne? Da machst du einen Stream.
der läuft auf Livestream, wird eigentlich stabil und dann mache ich dann irgendwie einmal auf YouTube und direkt viel mehr Zuschauer, viel mehr Likes irgendwie. Jetzt viel mehr, aber doch schon mehr wie, wie vorher. So, wo fährt das Schiff denn hin? Nach Hongkong bestimmt. Ein weißes Schiff nach Hongkong. Los geht's. Oh, wir haben genau. Alter, das sieht ein bisschen. Das sieht schon ein bisschen verboten aus, die Landzunge, auf der wir hier stehen. Mach mal die Map auf. Das sieht ein bisschen. Naja, zweideutig. So. Könnten wir natürlich falsch verstehen. Ja. Wir sind natürlich darunter ein. Alter, boah. Wir laufen jetzt gerade die Rieseneier entlang, sozusagen. Nein, nein, das sind Bäume. Wir haben ja schon nach 12, ja genau. Das sind Inselgruppen. Wir sind in der Baumkrone. Mit Hütten. Da bist du. So. Ach, die. Ach, vergiften kann ich ja noch nicht, aber schärf. Ach genau, und ich wollte die Schwimmtempotränke geben. Die werden uns noch, glaube ich, von Nutzen sein. Warte mal, 5 Stück. Ups. Einmal und hier, bitteschön. So, handeln. Rips. Und erstmal die Dinger schärfen hier. Ach, ja, ich habe was für dich. Die haben noch 44 Minuten. Ah, cool. Geil. So, danke dir. Haben wir denn? Ja, wunderbar. 35 Wolfverbände. Richtig cool. Und ein Gegengift. Ey. So, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich kann ich, hoffe ich, bald schwere Wolfverbände skillen. So, 130, 131. Noch gibt's Points. Feini. 133, yeah. 34. Geil, und ich kann mich immer schnell verbinden. Tja, da wäre jetzt wieder so ein Zeitraffer, Benny Hill-mäßig cool, so. Ja, genau. Ups. Aber Film extra stoppen, nur weil ich jetzt hier Verbände in Ruhe mache. So viel Zeit muss sein. Ja, kaputt. So, was geht mit meinem Handy, Alter? Hab ich irgendwie. So. Mache ich doch nochmal eben einen Chat. So. Okay, alle erstellen. So, wunderbar. Okay, so, los geht's. So, dann würde ich doch mal sagen, die 4 ist ja eigentlich, glaube ich, was näher. Die Krokolischten. Ja. Da sind unsere Wächter. Die würde ich auch zuerst machen. Das klingt nicht ganz so schwer. Naja, wobei du mit deinen Level 17 mehr umgehauen kriegst als ich mit Level 20. Deshalb muss ich auch jetzt mal direkt in den Schleichmodus. So. Müssen wir die auch hauen, die Moorbewohner. Hier, da sind sie. Junger Sumpfland-Krokolisk, ne? Ja, das ist. Oh, oh. Menno. Ja, wie verfehlen, alter Schwede. Gut, dann wenigstens vermeucheln hier. Ups. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder Ledern nicht geübt, ne? Weil ich ja Alchemist bin. Ich wollte schon so reflexartig. So. Aber ein richtiger Kollege ist ja doch besser als immer ein Pet. So. Das auf jeden Fall. Mit dem Wutzi kann man sich so schwer unterhalten. So, Moorbewohner. Ah, da sind mehr Krokos geradeaus hier. Ist ja vielleicht auch das Sojamilchglas, was so sinkt irgendwie. Ja, oh Gott. Du hast alles. Wo? Ich brauche mal. Ach so, das Sojaglas. Das Sojaglas. Ich hab die Agro vom Sojaglas. Oh. Oh, da hat er mehr. Yeah. Bums. Feini.
So. Seltsamerweise keine Kräuter hier am Start. Keine Blümchen und auch keine Erze, ne? So, da habe ich den falschen Schlenker gemacht. So, ja, oh, jetzt hier. Ach, der könnte ja von vorne die Augen an. So. Bams, da liege ich doch. Gut. Ah, darauf ein Glas Soja-Vanille. Schnell trinken, bevor es wegläuft. So. Das Glas müsste ich ja eigentlich jetzt ausspülen. Ach, lass mal stehen hier. Es läuft von selber in die Küche. So, nächstes Krug. Hinter uns noch da, genau. Jetzt, wenn wir jetzt so die richtig krassen YouTuber wären, dann so einblenden. Schnapp, mach das Krokodil, schnapp. Das Krokodil stiehlt in deiner Nachbarschaft. Da kommen Ikanex und Wupsi und es macht Zack. Leder weg. So. Komisch. Kann ich nicht looten. Leder nicht. Nee, ich auch nicht. Der hat wahrscheinlich. Der hat nüscht. Nüscht. Nothing. Die Frage war, was suchen wir jetzt von den Viechern? Moment. Heute junger Krokolisten? Ach. Hauch, glaube ich. Oder? Ich guck gerade, ob wir irgendwas haben müssen, mit dem wir den gerben können, also kirschnern können. Das ist jetzt komisch. Naja. So, Brille mal wieder rücken. So, komisch. Also ich guck mal hier. Ja, Haut eines jungen Krokolisten ist mir angezeigt. Ja, mir auch. Da vorne ist eine. Dann sind die einfach geizig. Dafür stranguliere ich jetzt auch meine Runde hier. So, gut. Ich mal. Da. Edgy Badge. Nix. Nur Fleisch. Nur Fleisch. Oh Mann. Kann man das wenigstens verkochen? Nee, habe ich natürlich keinen. Doch, Krokolistensteak. Was braucht man dafür? Krokolistenfleisch. Aber wahrscheinlich hast du dann wieder zartes oder junges. Also, dass man es. Ja, ich habe zartes, genau. Irgendwie wieder nicht verwenden kann. Typisch. Typisch. Ja, okay. So. Genau. Da vorne sind welche. Ja. Ups, der Sound ist heute cool. So. Ups, ich krieg meinen Motor strangulieren. So, alles klar. Immer noch nischt. Boah, was für Geiz. Auf zum nächsten. Da flitzt er. Die Blaukiefermarschen. Immerhin haben wir hier was entdeckt. Raus. Na? Ups. So, warte mal. Jetzt habe ich ja so viel Wolle. Können wir den das Mana sparen für den Heal. So, ja. Okay. Oh, da hinten ist ein Kupfervorkommen, aber weiter in die Richtung geht. Ja, das müssen wir dann auf jeden Fall machen. Nee, in die Richtung, oder? Würde ich mal sagen, ja, laufen wir da mal hin, ne? So. Ja. Ah, neue Ortsping. Perfekt. Na, Gegner auch schon halt nicht. Voll ungerecht. Mir haben sie ihn eben schon beim Kloppen gegeben. Sind das da hinten Moloks? Blauki, Matsch. Ja, Moloks. Moloks. Oh. Krass. Dann soll doch mal einen betäuben, ne? Ja. Schwester Molok. Ich bin ja. Reichweite. Ja. Aber echt, ey. Die Sound ist so geil. Die Sound sind echt so geil.
Bums, das war aber der Hammer der Gerechtigkeit. So, ja gut, die schaffen wir auch. So, jetzt müssen wir nur noch an deine Mine ran. Da komm. Hä? Ah, da ist sie. Okay. Ja, komm hier. Aber ich habe kein Ziel. So. Nicht da. Verliest doch. So. Naja, hier. Wir sind richtig. Für den Tümpel brauchen wir richtig viel. Molochs? Nee, 4 Kupfer vorkomme ich. Okay, ja, die können wir ja dann mal alle. Aber ich glaube, wir müssen da hinten den Moloch wegmachen. Ja, das, da kommt Moloch. Der wir Mann müssen irgendwie. Los geht's. Cool. Hallo. Irgendwie sitzen auch die Moves einigermaßen. So. So. Oh yes. Ja, da ist der nächste. Wieso dürfen wir da rausgehen können? Wieso dürfen wir keine Matschkrabbler hauen? Also dass wir dafür Punkte kriegen, questmäßig. Wäre ja jetzt praktisch. Nicht genug Energie. Okay. Parieren? Nee, geht gar nicht so. Alles klar. Der nehme ich dann mit. Ich sehe selber schon aus wie ein Moloch. Hier drüben müssten direkt zwei stehen. Ich dachte gerade, da ist noch einer, war ich das selber. So, pass auf, der hier. Kann ich noch nicht hier ist tun. Monster, die sind bei mir noch. Gut. Also, ja, aber nicht mehr lange. Parieren. Ja, ich kann ganz gut. So, jetzt von hinten. Ja, der ist ein bisschen härter so, aber so ja. Mögen wir das ja. War auch ganz cool. So, der bringt aber gute Erfahrung. Verband drauf? Auf jeden Fall. Alter! Wie viel Erz ist hier? Super. Und ein Holy moly. Was haben wir denn da hinten für komische. Ach so, so Fallensteller. Oh wei. Das sind so Petzlieschen. Die Viren. Ja, hier kann, ja, wie die Lebkondome. Hier kann man sich ja mega tarnen, ne? Okay. Moorkrabbler, ach, das ist der, den wir gerade erlegt haben. Ach, da, oh. da bist du. Jo, da bin ich wieder im Kampf. Da hast du, glaube ich, so ein Moorfell hier irgendwie mal. Ja. Noch nicht. Boah, ey, Scheiße, komm. Dann halt nochmal von hinten. Uah. Warum macht der Faxen hier, ey? Ich brauche ein Ziel. So. Okay, jetzt haben wir hier Blümchen. Hier drüben im Wasser. Hier im Wasser müssten zwei Stück sein. Zwei Erze. Ja, bei mir ist. Ja, aber das ist auch Sumpfmonster. Okay, gut. Da müssen wir jetzt natürlich jetzt hier Vorsicht wahren. Ich muss näher. Halt! Mach halt erstmal. Ja, halt mal, genau. Der macht ordentlich Damage. Ja. Hör mal auf mich zu hauen, du blödes Tier. Ja genau, in dem Moment, komm. Wo ich ihn halt stunnen könnte. Alter. Ja, bei mir lädt das dann gerade mal auf. Aber ja, jetzt gleich. Ich kann ja nur von hinten. So hinterhältig so. Sozusagen hinternhältig. Und ja, in dem Moment dreht sich das blöde Vieh rum. Oh, jetzt kommt hier ein Sumpfland-Krokolis. Cool. Oh, also hier hinterm Baum. Ja, super. Jetzt, wo ich Blümchen pflücken kann, komm, den Schwammerl essen wir mal. So, weg ist er. Habe ich jetzt wieder Platz für die Wilddornrose. So, und hier haben wir einen Krokolisken. Ja, genau. Ich sehe dich da hinten am Erz rumtun. Ja, weil ich komme. Wo? Ja, ich versuche gerade irgendwie. Ach so, schleichen wir uns mal hin. In die Richtung sind auch nochmal 3 Kupfer vorkommen. Nochmal Erze, genau. So. Hier ist echt ein Paradies, was das angeht. Ja, muss ja auch mal sein. Eigentlich mal.
Ja, dann nehmen wir den. Ja, nee, genau, wenn es hier rüber geht. Nein, ist noch ein Grund, ist die Richtung. Okay, checken wir das mal aus. Da ist noch ein Krokolisk, der wieder keinen Ding droppt. Das ist zu weit. Also so eine lächerliche Quest habe ich von der Droprate her aber auch noch nicht erlebt. Ne? Na, und? Verfehlen. Ich habe kein Ziel. Und ein halbtoter Internet. Ah, hier, oh, Haut eines jungen Krokolisken, da ist er doch. Sein. So, da haben wir ihn. Inventar ist voll. Also eine Haut haben wir schon mal. Ah, da bist du an der nächsten dran. Ich muss näher ran. Oder droppt die dann für beide? Sehr, ja, ne? Das wäre ich. Nicht genug. So, hier müsste deine sein. Allerdings, ich sehe ja hier nichts. Ja, ja, die Sachen. Okay, dafür ist dein Erz da am Start. Ach, und da hinten ist ein Blümchen und zwar ein Königsblut. Hm. Und hier, also, ist noch ein Erz für dich. Hier müsste auch noch damit, da müsste noch mehr Erz sein, glaube ich. Ja, oder? Genau, da wo ich jetzt weglaufe, war das Erz. Ja, hier. So, hier sieht's aber auch gut aus. Beulengras, Beulengras. Und ein Krokodil. Wunderbar. Da in die Richtung ist auch noch. Die haben aber nichts, scheiße. Kupfer. Ja, da ist Kupfer. Kupfer brauche ich. Also. Königsblut kann ich eh noch nicht pflücken, sehe ich gerade. Scheiße. Also ich muss rüberlaufen, das Beulengras, aber ich bleib jetzt erstmal bei dir. Da Künste. So. Da, ja, wir können. Da ist noch. Aber das sind. Die sind zu alt, die geben wahrscheinlich nichts. So, hier ist. Oh, was haben wir denn hier? Dörfli. Und was glitzert denn da? Also da ist ja. Ach, Beulengras, da ist es. Oh. Der gute Beulengras. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier edit, ne? So, nix. Pünktchen hat's gegeben. Da bist du. Ja, hier ist, genau, hier ist noch was. Super. Noch ein Beulengras. Was ist denn das für ein Dörfli hier? Sonnenwendmarschen. Oh. Es geht da unten ab. Ich schleich mich mal rein. Oh, oh, oh. Hey, nee, die ist, da können wir reparieren. Das ist hier, Schmiedin. Was kann ich für euch tun? Tatsächlich, erstmal hat sich nötig. Klamotten hat sie, Lederrüstung man hat, also sich. Leder, jo, also, ist jetzt nicht verkehrt, ne, die Dame. So. Nein, muss man sich mal merken. Fiolen wären jetzt noch toll gewesen, für so einen kleinen Puncher wie mich, aber irgendwie, so gut, dann gehe ich mal aus der Tarnung raus. Ich hab dich ja dabei, so, was haben wir denn, Königsblut können wir noch nicht. Beauty, dann sind wir jetzt ein bisschen ab vom Kurs, aber wir sind eigentlich die richtige Richtung. So, ja. Schläger der Moos. Hat sich aber gelohnt. Ja, ich würde auch sagen. Die Skillung ist wichtig. Ja, die haben wir jetzt wahrscheinlich beide am Hacken. Ne? Gut, dann machen wir. Also, bei mir kommt gerade nur einer. Ja. Jetzt kommen beide. Oh oh. Ich fand's dann raus. Ja, dann bist du schon auf den richtigen. Ja, natürlich geht der an. Genau. Ja, ich konnte die Kombo mal raushauen. Kann ich noch nicht tun. Ich spür. Bräuchte ich mal einen Heal. Ich brauche einen Heal. Ja, 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 ja. Danke. Super, danke. So, jetzt müsste ich die Agro wieder auf dich ziehen. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, super, das haben wir prima gemacht. Ich hoffe, dass das so hohe Arschgesichter sind.
Ich kann nicht mehr tragen. High Level Earth Faces. Krass. So, und dann haben wir, dafür haben wir jetzt auch noch Königsblut, was wir nicht pflücken können. So, hoffentlich noch ein Erz auf dem Weg, bevor wir wieder zu den jungen Krokodil. Aber wir haben da hinten eine Quest abzugeben, kann das sein? Aber gut, da jetzt hinrennen wäre Quatsch, weil da lieber erstmal die anderen machen. So, ja. Und das Kirchhaus. Moorkrabbler, da könnte. Ist auch. Die sind schon. Können natürlich auch. Ja, gut. Zu spät. Ich bin außer Reichweite. Okay. Kombo raus. Backstabbing. Geil. Das haben wir gemacht. Den haben wir ja gut hin. Oh, der Heiltrank. Oh. Silberblatt will ich jetzt auch nicht weghauen. Hoher Stoppelfühlerwels. Bananchen. Oh, der hat. Das ist echt eine kleine Schlampe hier, der Wupster. Hier so 6 Bananen, noch Käse, Alter. Ihr voll der Fresssack. Der ganze Ranzen voll. So, können wir denn jetzt noch was kochen? Nee, können wir immer noch nicht. Hä? Egal. Weißenfisch, ja toll. Hätten wir mal angeln müssen. So, Mana-Tränke. Habe ich noch Mana-Trank? Ja, irgendwie. Nee. Wenn nicht, ich habe selber noch 3 Stück. Ich okay. Schön. Was? So. Da hinten haben wir, nee, immer noch die großen Tiere. Ach, wir müssen ja auch die Richtung. Zu unserem. Ja, ja, zu. Da liegen auch 2 Erze. Da ist ein Junge, Jungkrokolisk hier. Wo ist man? Nicht genug Energie. So. Ja. Hey, ich geh mal hinten Richtung. Genau. Kann ja nicht schaden. Richtung eher. Auch natürlich, der greift nicht. Fettes. Na, im Moment. Ach, der könnte. Ja. Oh, Monster. Der Moorkrabbler. Das tut mich überhaupt nicht. Ich bin voll verbannt. Voll verbannt vor so wenig. Ich bin froh, wenn ich Seide ja, machen kann. Ja, bist du hier unten. Der da. Lebenswurz. Kann ich das schon? Kann ich das schon? Gehirn ausgerechnet. Ja, ich hab gedacht, ist das euer Hundi? Voll süß. So. Bin ich echt mal gespannt, ob ich dieses Lebens... Oh, die sind ja auch orange noch. Wo ist das Lebenswurz? Lebenswurz. So. Hier. Ich hab ihn. Ach, scheiße. Auch noch zu hell. Zu high. So. Falsche Richtung. Alles klar. Hoch. Wenn wir hier im Fluss weiter hochgehen, dann kommt zwei Erze. Ja, machen wir das. Ja, das hast du mir natürlich. Oh, da ist noch einer. Hey, ja. Mulle. Ich mag die echt. Dann hätte ich gerne das Haustier tatsächlich. Ja, es gibt doch welche. Oder? Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die Kosten. Du musst auch ins Korn gehen und so. Nein, du lass mich weg. Bleib hier. Und dann ist das Erz. Genau. Das Erste. Ach da.
sind natürlich auch alle irgendwie cool unter Wasser. Danach kann ich erstmal. Und da kann ich erstmal fett schmieden. Und noch ein Moloch. Der hat mich auch schon gesehen. Ja, leider habe ich mich hier noch nicht positioniert. Okay, jetzt. Ja, passt. Nimmt nicht so schwer. Sind zwar eigentlich doch rot bei mir, aber irgendwie. Ich weiß, ich mach nicht viel. So, die Moloch-Augen sollen sie selber. Da ist das nächste Erz. Genau. Ja, und das letzte, was ich hier auf der Karte sehe. Okay. Ja. In der Zeit, wo wir jetzt hier rumlaufen, das ist 30 Kupfer jetzt gesagt. Ja, super. Und ich muss dauernd an den anderen Dingern vorbei, an den Blümchen. So, ah, guck mal hier, ramponierte Schließkiste. Ja gut, aber die können wir noch nicht. Ja, habe ich gerade auch. Aufmachen. Sind wir noch zu low für. So, wenn wir Pech haben, kommen jetzt zwei. Habe ich mal ab. Viel Spaß. So, nee, wir müssen ja eh zurück zu den Krokos, oder? Ja, jetzt kommen wir zwei Monate. Jetzt müssen wir uns auch um die kümmern. Ja, jetzt. Von hier, so. Das stirbt doch, das ist eh nichts mehr. So. Perfekt. Ach cool. Haben wir irgendwie gezählt? Sehe ich mal. 51, die müssen wir eh killen. Super, Moloch, hier sind wir richtig. Geil. Hast du die auch gezählt? Schützenspringer brauchen wir nicht, aber... Sehe ich aber auch. Moloch, der Blaukiemen. Du kannst dich schön über... Schön berauben immer. So. Ja, die bringen mal hier Questgewinn, ne? Da ist der nächste. Oh, der hat eine Muschelberg gehabt, die öffne ich gleich mal. Cool, vielleicht eine Perle drin. Oh, und da kommt Sumpfmonster. Ja, wichtig ist, dass du jetzt erstmal full heal wirst. Okay. Ja, ist... Okay. Okay, prima. Hat geklappt. Kombo-Punkt raus. So. Okay. So. Alles klar. Wir sind nur so. Und die letzten Kombo-Punkte raus. So, ich habe auch hier dickschalige Muschel. So, frisch gebackenes Brot, weg damit. So, Moloch-Auge kann eigentlich auch mal weg. Aber die Muschel. So, zerstören. Moloch-Auge zerstören. Uff, weg damit. So. Muschel. Ich habe Pferde mit. Eine blaue Pferde. Okay. Okay. So, jetzt haben wir hier unsere nächsten Kandidaten. Moloch der Blaukiemen, genau. Oh, scheiß Wetter. Richtig mieses Wetter. Geil. So, haben wir schon fast die Hälfte. Boah, diese blöden Moloch-Augen, Alter. Müssen wir eigentlich so ein Werbezettel auf den Grill setzen. Keine Moloch-Augen, bitte. Am Tür zu Tür verkaufen. So. Und? Na? Komm hin. Wumms. So, Halbzeit. Titt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 
nicht ein Fahrer, vor allem wenn man angeschlagen ist, wenn wir nicht. Beim schönen Christian bei einem Bein und so, das ist nicht gut. Los geht's. Ja, mal sehen. So, die hauen ist natürlich. Das hat sich ein kleiner Monoktor dazwischen gedrängt. Komm, komm, los, los, ich muss dran. Wo hab ich den hier? Jetzt der andere? Das war. So, ich hab Halt dran. So, Goblos Kopf, hast du gelootet? Loote mal ihn. Ah, ja, das ist gut. Damit, perfekt. Alles klar. Ich glaube, jetzt will er sterben. Prima. Immer wieder hauen. Und, perfekt. So, das haben wir ja schon mal gut hingekriegt. Ja. So, jetzt müssen wir ja trotzdem hier noch Molochs hauen. 5 Stück, glaube ich, brauchen wir. Ja, hier haben wir noch einen Schützenspringer. Guck mal, das war vielleicht, ja, da hinten. Matschkrabbler, scheiße, das sind auch die falschen. Ne, wir müssen wahrscheinlich doch noch in die andere Richtung. An diesen Moorbewohnern vorbei. Komm, dann machen wir mal direkt hier. Ja, komm, du Hunde. Geschenkte Erfahrung einfach. Läuft doch gut. So. Und dann läuft es wieder ab. Ich bin außer Reichweite. Ach, der hat keine Taschen. Der sagt gerade, klauen ist möglich, keine Taschen. Aber die Molochs haben Taschen. Cool. Die konnte ich nicht beklauen. Was eine Logik. Molochs sind noch viel nackiger gewesen. Da, schon wieder geklaut. Oh, 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 oh. So, jetzt sprang. Ah, Mann, ey. Der geht immer. Jetzt. Und ausgewichen. Was eine Kacke. Okay, jetzt. Immer wenn ich zum Strangulieren ansetzen will, geht der einen Schritt zurück, der Moloch. Voll die fiesen Trickser, ey. Eine Insel nur mit Molochs. So, da könnte. So, jetzt bitte nicht. Ja, jetzt nein, verfehlen. Jetzt aber. So, genau. Heilen, heilen. Ups. So, danke schön. Gerne, wie ich immer schlug. Ja, bitte. Ich bitte darum. Ich kann nicht mehr. So viel Muscheln gefressen. So, 2 Stück. Der 14 Springer geht mit für die Quote. Naja, das ist bei dem Molo so ein Ding, ey. Dann fühlt man sich sicher und schon hat man das ganze Camp gepult hier. Baut das noch einer, ja. Das geht bei den ganz schnell, bei den Molochs. Glöpsi, glöps. Komm, bums. Und da kommt der letzte Freihaus hier. So, jetzt hat er mich aber irgendwie wieder hier. Hat mich auf Zielkopf. Der Köse. Oh, feini Molochflosche. So, war eine Truhe, das habe ich gesehen. Du musst zur Truhe. Ja, und wer kann sie los? Ja, klar. Ja, du bist Gott, ne? Also wenn du auch so voll bist wie ich, dann können wir die Truhe direkt stehen lassen. Wenn du noch Taschenplatz hast, dann sollten wir auf jeden Fall plündern. Wo ist sie denn? Genau. Ach, ich bin eigentlich doof. Ich kann ja auch gucken, wo die ist. Ich bin ja auch ein Zwerg. Hier, ramponierte Schließkiste oder was?
Hier war eine Truhe, eine robust, glaube ich. Da war nur Kraus. Ah, alles klar. Der Infanteriegürtel. Wir müssen zu den Krokos. Nichts Interessantes, also. Ist ja nicht schlimm. Wie ihr sagt, meine Taschen sind eher so voll. Ich habe das Gefühl, ich laufe schon langsamer, weil ich so überladen bin. Das ist eigentlich geil. Ja, dass wir können ja so lang. Guck, was wir nennen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das bei WoW nicht eingebaut haben, muss ich ehrlich sagen. Ich würde fast da langsam laufen. Bei Kingdom Come, Alter, da ist doch wirklich. Ich weiß nicht, dass der Sarah da das erste Mal gekocht hat. Taschen voll, Alter, echt so voll, kaum vom Fleck gekommen, weil er alles eingesackt hat. Hartes Krokodilfleisch. Yeah. Wie viel Holte hast du eigentlich? What? Von diesem Krokohäuten. Null. Oh. Null. Hast du die Quest überhaupt? Ja. Okay. Ja, dann. Dann? Das ist die Weihnachtszeit. Ich hab nämlich schon drei jetzt. Vielleicht grapsch ich einfach nur zu schnell. Ja, gut, ja. Natürlich mal so lange welche, bis wir beide. Ja, eben. Müssen wir ja eh. Nee, ja. Ich hab alle. Und so level ich auch noch ganz gut, weil die gute Erfahrung wird. Genau so, ich hab alle, komm, lass abgeben, aber ich hab ja egal. Wie, du hast die Quest nicht, die davor war. So groß. Voll versteckt. Die Krokolisten-Söhne. So. Schleichfahrt. Wie verfehlen, Alter, voll miese. Ja, hab ich auch, ja, auch verfehlt, sehr wenn das dann so müde ist. So, jetzt hau ich aber mal die Kombo raus, ja. Ja, hier. Okay. Beauty, kannst du haben. Ich hab da nicht ein paar. Das Clan. Lol. Jetzt, selbst wenn ich Platz hätte, ich wüsste es nicht. Also, schick die mal der Magierin und die sammelt die. Ich komme mit den Charakter, die ich kaum spiele, komme ich ja sowieso dann schon mal gar nicht zum Craften so. Das ist ganz komisch. Nun ja. Hey, bist du eins? Hey, hey. Hauptsache Zocken. Über uns. Was? Der Costa. So. Man sieht ja von den Schwerden überhaupt nichts so. So, ich habe alle heute zusammen. Na, wenigstens einer. Komm, wir mal. Das ist voll ungerecht, ey. Immer. Ich kann dir gerne zwei geben. Ja, das würde mich jetzt sowieso mal interessieren. Ich bin außer Reichweite. Der schmeißt jetzt alle vier auf einmal. Ich musste nur ein bisschen Patina abmachen. So grüner Moor. Oha. So, alle. Ich kann nicht mehr tragen. So. Ihr habt jetzt keine Häute dabei hier. Oh, zwei Stück halt drin. Ja, klar. Ich hab's auch gedacht, komm, wir gucken mal da schnell wieder. Fällt doch. Nur die Energie, die muss man schon so gut übrig. So, bumm.
Okay. Bleib auch gehabt. Hey, langsam läuft's. 3 Stück habe ich. Super. Dann brauchen wir ja nur noch eine für dich. 3 sagst du, ne? Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel mit der Agro rum. Echt. Ja, und jetzt ist der Energiebalken voll. Ganz toll. Super, habe ich ja jetzt todesviel von. Du brauchst nur eine, ne? Hoffen wir sie. So. Komisch, ich sehe das gar nicht. Da muss ja eigentlich bei mir stehen, Ikanex bekommt, erhält Beute. Krokohaut. Lacoste Hemd. So. Nee, das war ja die Haut da. So, ich hoffe, dass hinter uns irgendwie ein Lederer ist. Damit der ganzen Kollektion hier was anfangen kann. So, wir hauen erst in den Krokoplatz, oder? Da hat der Heiltrank noch gewirkt. So. Okay. Freunden sind raus. Nee. Keine Haut, kein Leder. Nope. Gut, dann noch ein, zwei Krokos hauen. Müssen die Krokos nachsitzen. So. Hier haben wir alles ziemlich geplättet. Was haben wir da hinten? Dreckige Raptor, ja, da sind wir am. Hat die Raptoren gebaut. Müssen wir die auch? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Nee, müssen wir noch nicht wahrscheinlich. Noch. Nee. Ey, also nee, Quatsch. So. Bist du da, bist du. Okay, ja. Vielleicht wenn wir den hauen. Ich bin außer Reichweite. So, kommt vielleicht noch Krokodil dabei, so Hane, totale so. So als gratis. Beim Umhauen von 2 Moorbewohnern gibt es ein Krokodil gratis. Mit 0,1% Chance auf einen Hautdrop. Haha. Allen Einsendungen nehmen wir an die Verlosung für die Haut teil. So. Genau. Komm schon, gib mir die Haut. Na? Und? Oh. No. Unterm Sumpfmonster. Der will sie zurückhaben. Sah jetzt nicht so aus, als hätte der Krokodil gehabt. Geiziges Koko. Scheiße. Ach, ich hab hier. Kann ich noch was looten? Inventar ist voll. Perfekt. So. Hier ist der nächste. Ja, wenn ich denn mal die Kombi finde, das ist hier gar nichts. So. Das ist ja echt Dauerregen, das ist ja echt schlimmer wie in Aachen. Im Schlingendorntal hat es auch so viel geregnet. Oh Gott. Da erwartet man sich ja am wenigsten. Aha.
So. Hier ist Coco. Gut, habe ich halt einen dunklen Kopf. Findest du mich wenigstens wieder als Zwerg? Na, komm hierher. Du bist okkupiert. Ja, da liegt's. Das ist jetzt so wieder ein großer. Wir brauchen die kleinen. Doof, der will nicht droppen. Habe ich das jetzt richtig? Da hinten sind wieder welche. Mehrere. Die kommen dann auch beide, die mehreren. Ja, die Stadt. So, doppelte Chance. Und? Inventar ist voll. Oder droppt das nicht, weil es gucken. Nee, aber dann wird das ja die Haut da drin liegen. Da zeigst du mir nichts an. Oder hast du? Und ich sehe es nicht. Das ist zu gut. Aber du bist ein Baum. Okay. Und ein GD. Digga. Für den Deal. Ich muss. Sag's Bescheid, ne? Ja. Voll krass, wie viel haben wir jetzt gekloppt? Die Doofen, ey. So, Moorbewohner. Da bist du. Da hinten ist ein Godes. Da ist der Bewohner. Ist der jetzt? Der ist noch rot. Haha. Ich meine, wir könnten versuchen, den umzuhauen. Aber wenn der für mich noch rot ist, dann wird er für mich, ja. Auch rot sein. Ha. Oder Totenkopf. Gibt's ja auch noch, die Steigerung. Das stimmt, glaube ich, auch schon welche mit. Sehen, das war nicht ganz so toll. Keine teure Coco gesehen? Nee, ne? Okay. More. Die haben sich jetzt abgesprochen, die kommen nicht mehr. Wir haben ihre Art einfach komplett aufgelöst. So, bin ich hier aus dem. Okay, ich sehe ja, ich habe ja jetzt auch die Range nicht mehr, dummerweise.
Weil ich ja die heute habe. Wir sind Raptoren. Das, ein Junge. Hier ist eins. Ja, ja. Und jetzt kommt die Haut und dann kommen wir gleich zu. Ja, genau. Immer alles positiv sehen. Ja, Kiki. So. Warum nicht gleich so? Super. Kratze. Dann können wir ja wieder zurück zu unserer Baumlandschaft. Und? So. Also hier vorne Richtung Eingang ist gar nicht so viel gebacken hier mit Kräutern. So, der Moorbewohner. Hm. Könnten uns rein für mich, weil Frau sind. Karrieren, tralala. Ich hätte ja eigentlich auch mal eine Blüte reinhauen können. Ne, der scheint ja eigentlich gar kein Thema zu sein, der Typ. Außer bitte mit dem Stun. Der löst irgendwie nicht richtig auf. Ich hab Level Up, so ich glaube. Ja, ja, ich hab da eben, deshalb hab ich da eben gesagt, Grazi, gratuliere. So, eigentlich haben wir jetzt nur noch eine Quest, die wir noch nicht haben. Ansonsten sehe ich eigentlich nur Dinger, die wir abgeben können. Zwei davon im Dorf. Komm. Und zwei da hinten. So. Ich denke mal, eine Stunde haben wir jetzt Aufnahmezeit ungefähr. Ja, ich muss jetzt gleich auch, also eine halbe Stunde muss ich offline, weil ich habe noch. Ja, ich würde sagen, gehen wir ab und dann machen wir Feierabend. Die zwei Fragezeichen. Ja, ich schmied vorher noch ein bisschen. Ja, okay. Dann kannst du vielleicht gefunden. Okay. Ach, da bist du. Hast du einen Achso. Achso. Wobei, Alter. Und ich laufe hier vor. Ja, alles. Nee, alles gut. Ich bin jetzt auch da hinten. Halte durch. Ja. Bitte. Voll nicht gerafft irgendwie. Ja, nee, passt, ich bin da. So. Da ist ja auch pünktlich mein Speed weg. So. Okay. Ich muss hier in diesem Dorf nur irgendwo die Schmiede finden. Ja, da kann man ja. Die finden wir schon. Brumm, brumm. So, erstmal die Questabgeber. Ja. Da war das Gasthaus, glaube ich. So, dann haben wir hier hinten. Ja, da frage ich mich jetzt, wo die Schmiede ist. Gute Frage. Da hinten sind die Greifen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da den Flugpunkt schon geholt haben. Würde mich wundern. Das Licht sei mit euch. Wenn nicht. Ja, haben wir. Das Licht sehen. Haben wir als erstes gemacht. So, okay. Jetzt die Schmiede. Die andere noch abgeben. Die wird mir, glaube ich, dem Wupster ein Level abbescheren. Schmiede? Ja. Bist du Schmiede? Nee, ne? Ich bin dann auf jeden Fall. Jo. Ah nee, das ist ein Kräuterkunde. Ja. Da hinten am Eingang, der Tarrel Kräuterchen ist dann gut. Der hat eine Quest für uns. Hier ist der Pferdestall. Vielleicht unten am Hafen. Ach, die hat auch eine Quest für uns hier. Was kann ich für euch tun? Schon wieder Krokolisken heute sammeln. No! Was ist das denn hier?
Kindererziehungsschule Hänsel und Gretel oder was? Andrea Halloran. So, und wer bist du denn? Ich bin der Wupster. Alter, endlich mal Gestalten, die kleiner sind wie wir Zwerge, Alter, die Kinder. Oh, ne. Ja, ne? Guck mal, Alter, sieht kennt echt man so gar nicht. Wie Weihnachten hier so, das. Ich so als Nikolaus stehe da so, oh, guck mal hier. Ich habe Geschenke für euch. Tralalalala. Nee, habe ich nicht, deshalb muss ich jetzt hier auf dem Tisch tanzen. Genau. Ah, ich habe die Schmiede gefunden. Cool. Gut. Ich tanze mal eine Runde auf dem Tisch. Erstmal da passen. Zur Belustigung der Kinder. Na? Yeah. Ich verkaufe gerade beim Schmied, der Schmied geht einfach weiter. Voll miese. So. Hat der denn wenigstens einen Amboss? Die Kinder finden mich scheiße, wie ich Tag, tanzen will. Hier kannst du auch mal was haben. Das glaube ich auch nicht. Eigentlich interessiert mich ja jetzt auch hier die Folgequest, die war da. Alter, wo muss ich da? Achso, vor dem Tor. So schön, kannst du geschenkt haben. So. Boah, ey, mitten auf der Brücke gibt's eine Quest hier. Wieso gab's die eben noch nicht? Was? Bei Tarrel Felsweber. Wie geht's? Auf der verregneten Brücke. Mögen eure Reisen sicher sein. So, komm ich mal zurückgelauft. So, dann guck ich mal. Wo sind wir? Wir sind ja noch im Sumpfland. So, gucken. Oh, scheiße. Die Lehrlingspflichten, die kriegst du gar nicht. Scheiße. So, und auf der Suche nach dem Ausgrabungs... Da müssen wir mit ein paar Questen wahrscheinlich eh warten. Auch mal, wenn ich Zeit habe, online kommen und in Leben. Da ist Beulengras draußen. Ich überlege sowieso, ob wir nicht nächste Folge mal gucken sollen. Hier, Chocksuhls Kopf. Ne? Warte mal, ich guck mal eben. Müsste ich doch eigentlich noch in Quest. Ja, guck mal hier. Chocksuhl Gruppe. Die ist gelb, die Quest. Das müssten wir doch eigentlich mittlerweile einigermaßen qualifiziert für sein. Eventuell. Eventuell, ja. Ja. So, jetzt bin ich extra um unsere Festung rumgelaufen, um das Beulengras zu looten. Ja, ich stelle gerade gucken vorher. Es sind ja nur 46 Stück, die ich gerade herstelle. Ja, ich muss mir nämlich jetzt auch mal verbleite. Ach, Würgetang. Uah, ist der jetzt weg? Wo ist der Würgetang? Erde an Würgetang. So. Natürlich tauche ich dafür jetzt erstmal ein Ründchen. Ich glaube, ich pfeife mir jetzt auch einen Schwimmtempotrank ein. Geil, Alter, boah. Schwimmtempotrank vor the win. Also es nervt ja eh immer so. Ich muss näher ran. Wenn man irgendwie schwimmen muss. So, oh. Das stimmt. Ich bin aber leider nicht mit der Einheit hingekommen hier. Also der lässt schneller nach. Die sind also relativ... Kommt noch ein. Ist noch nicht bereit. Nee, jetzt tu das nicht. Jetzt muss ich ganz slowly zurückschwimmen hier. So. Gut, eigentlich haben wir ja jetzt, also ich habe 2 Quests zu tun und 4 Fragezeichen auf der Map abzugeben, die wir nächste Woche also getrost abgeben können. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Das ist natürlich jetzt... Ja, guck ich sofort, ich muss nicht werden noch. Aber ich, so, ein bisschen weniger habe ich wahrscheinlich. Aber ist schon komisch. Okay, das war... Er ist unsicht. So, dann gucke ich nämlich auch mal hier Rüstung reparieren. Hey, wir sind heute keinmal gestorben in der Folge. Richtig krass. Wow. Das ist ja schon Jubiläum. Eigentlich schon. Die Jubiläumsfolge. Keinmal gestorben. Wäre ein guter Folgenname. Boah, keinmal gestorben. Lust auf ein Glas? So.
gesegnetes Claymore. Chris. Bleibt sauber. Es gibt weniger Schaden hier. Was kann ich für euch tun? Der Büchsenmacher. Man sieht sich. Ja, ich brauche ja Fiolen, meine Besten. So, da gucke ich doch mal Handwerkswaren. Die Handwerkswaren. Reagenzien? Moment, nee, scheiße. Handwerkswaren. Gifte, Munition, reparieren, Reagenzien. Ich würde sagen, ja, ist auch blöd. Reagenz? Naja, da können wir jetzt drüber philosophieren. Ich könnte ja auch noch mal gucken, was die Bibliothek hier so hergibt. Seid gegrüßt. Kräuterkundelehrer, yeah. Seid vorsichtig. Der hat aber nichts für uns. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Ja, Alchemiebedarf. Geil, Heiltränke hat er auch. So, verbleite Fiolen brauchen wir, glaube ich, mittlerweile. Ich kann nicht mehr tragen. Inventar ist voll. Ich kotze hier mal eben ab. Ne? So. Gegengift. Nee. Schwimmtempotrank, da wollen wir uns alles nicht von trennen. So, ah ja, aber genug grauer Crap. Hammelkoteletts. Stoppbefühlerwels, kann ich ja eh nichts mit kochen. So. Korallenstück. Endlich habe ich eine sehr, sehr nervige Quest für mich. Geil. So, 6 Kupferäxte und 6 Kupfergürtel, ja. Ach, die Schmiedequest. Die erste Klasse. Die habe ich jetzt endlich beendet. Aber cool, dass du so machst. Ja. Trollboot. Ach so, wir haben ja nur eine Wilddornrose. Ach geil, Heiltränke. Aber die gehe ich. Cool. Alles auch mal kurz abgeben eigentlich. So, dann machen wir erstmal 3 Heiltränke. Hihi. Blubber, 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 blubber. Yeah. So, was haben wir jetzt? Ja. Geringe Mana-Tränke. Ach, guck mal, leere Fiole. Jojo. Ping, können wir einen Mana-Trank machen? So, Schwimmtempo-Tränke, was haben wir denn hier? Filzdistel fehlt uns. Aha. Gut. Ich komme gleich wieder. Ich schieb nochmal eben ganz kurz eine Quest abgeben. Okay. Jo. So, jetzt gucke ich mal. Alchemiebedarf, aber Alchemielehrer wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht. Hier haben wir das. Na, Alchemielehrer war ja irgendwo, das weiß ich. Ja, ich denke mal Treppe hoch. Also Alchemiebedarf und Kräuterkunde. Es wäre ja dumm, wenn der jetzt hier nicht im Haus stehen würde. Schneiderbedarf. Oh oh. Oh oh oh. Ja, dann stehen die aber doof. Das muss man dann mal anmonieren hier. So haben wir das nicht gebucht. Übel. Geld zurück. Klage ist raus. So, Alchemiebedarf. So. Toll, oder? Versteckt der sich. Oh, Alter, hier. Voll krass. Kräuterkundelehrer und dann so voll die Schlachtbank, Alter. Mit irgendwie Kodo Hörner und hier fettes Eisbein. Widerlich. Ich würde den jetzt am liebsten mit Bananen beschmeißen. Wie darf ich helfen? Ja, wie darf ich helfen? Räum das scheiß Fleisch mal weg hier. Echt krass. Unglaublich. Saustall. Und keine Bücher im Haus, ja. Oder? Oh, 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 was haben wir denn da? Nee, aber alles zugeklebt. Haben die doch glatt alle Bücher zugeklebt, damit Blastermann keine Lesung halten kann, ey. Voll gemein, voll Mobbing. So, heute Mittag in Schlingendorntal. Und hier waren die Bücher auch noch zugeklebt, aber zum Glück macht Wups da ja keine Lesung, aber ich petz das. Den Blastermann. So, Falkan Amondis. Ach so, das war ja der Reagenzienhändler. So, jetzt haben wir mal Beruf. So, Angellehrer. Lehrer für erste Hilfe. Ja, Salbenquack. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Herr Salbenquack.
Lehren Sie mich doch bitte das Quacksalbern. Genau. So. Ne. Das ist der Wachposten. Habe ich, glaube ich. Nee, ist sie doch in der Hütte drin. Flitzen wir hier noch ein bisschen rum. Ups. Okay, dann hier drin. Nee, also ein Alchemielehrer habe ich leider nicht ausfindig machen können. Aber Kräuterkunde war am Start. Immerhin. So, der Herr Quacksalber sitzt hier wahrscheinlich vor einem riesen Fleischberg im Keller. Oder was geht hier? Nee, das ist das. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir aber hier im Alkdepot gelandet, ne? Tiefenwassertaverne. Keller, im Keller der Tiefenwassertaverne. Wenn wir jetzt Fortnite wären, würde ich mir jetzt Spitzhacke nehmen, erstmal alles kaputt hauen hier. Alles, alles kaputt. Alles, genau. Erstmal gucken, was man looten kann. Für Holz. Wie keine Minigun hier, ey. Boah. Gastwirt. Sind wir hier eigentlich schon gebunden? Was kann ich für euch tun? Fort mit euch. Ja, sind wir. Okay, dann brauche ich ja nicht nochmal. Schank Kellner. Ich glaube, der Erste-Hilfe-Lehrer ist oben. Junder Brock heißt er. Ich hatte erst was anderes gelesen. Naja, gut. Das interessiert jetzt keinen. So. Alles klar. Zwielichtiger Händler. Was kann ich für euch tun? Moment. Geil. So. Ich kann endlich hier mal meine Klingen vergiften. Haha. Habe ich vorher gar nicht dran gedacht. So, direkt mal hier ein bisschen Gift rausgehauen. Verkrüppelndes und sofort wirkendes. Supi. Also hier kann ich auch mal schön nachkaufen. So. Der zweite kriegt ein verkrüppelndes. Ups. Hallo. Der gefällt mir, der zwielichtige Händler. Komm, da mach ich überall die 10 voll. So, und hier mit dem Verkrüppelnden auch. Ist ja irgendwie noch erschwinglich. So, eins noch. Prima. Jetzt habe ich 10 Schleifsteine und 10 cool wirkende Gifte. So, die glänzenden Fischschuppen, die verkaufe ich aber jetzt auch noch. Die kann er haben. So. Ups. Okay. Auf dann. Ja, bis bald, ne? Ein Alchemielehrer wäre jetzt natürlich auch toll, aber... Boah, ich habe hier die Luxus-Suite klar gemacht. Alter, beim Alchemie... Komm jetzt auch zurück. Lehrer für Erste Hilfe, ja. Kann ich euch helfen? So, schwerer Wolfverband. Wunder. Experte der Ersten Hilfe, ja klar. Schwerer Wolfverband. Juti, da können wir doch mal direkt gucken hier. Nee, natürlich keine Wolle am Start. Haha, aber schwere Leinenverbände. Naja, da verwahre ich mir lieber den juten Leinenstoff. So. Hinfort, hinfort! Ist sogar freie Zimmerwahl. Einer kann beim Archäologen pennen, einer beim Erste-Hilfe-Lehrer. Scheiben sind überall gleich dreckig. Außer, ja, hier ist mehr Krach. Auf jeden Fall. Beim Erste-Hilfe-Lehrer hast du aber einen Vorteil. Wenn dir nachts etwas passieren sollte, er kann dir helfen. Ja, das schon. Aber ich habe ja jetzt gut ausgeskillt hier. Die Kaldorei und der Brunnen der Ewigkeit. Hahaha. So. 10.000 Jahre bevor die Menschen und die Orks ihren ersten Krieg einführten, gab es nur einen einzigen von einem unendlichen tobenden Meer umgebenen Geist. Alter, boah, das macht süchtig. So. Unterirdischer Völker. 10.000 Jahre bevor die Menschen und die Orks ihren ersten Krieg führten, gab es auf Azeroth nur einen einzigen von einem unendlichen tobenden Meer umgebenen Kontinent. Korrekt. Dieser Kalmor genannte Landmasse war die Heimat einer ganzen Anzahl unterschiedlicher Völker und Kreaturen, die alle versuchten, sich gegen die wilden Elemente der erwachenden Welt zu kämpfen. Im Herzen des dunklen Kontinents lag ein geheimnisvoller See, glühender
Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Glühende Energien! 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 Der See! So. Ja, erstmal hinsetzen und so. Ja. Ah, ich liebe die Bücher hier. Echt, 10 Jahre WoW, nie was gepeilt und auf einmal geben die Bücher Aufschluss, die schon. Ey, was? 15 Jahre rumliegen. Verstauben, Alter. Das sind die ersten, die mal reingucken, wahrscheinlich, ey. Geil. Blastermann. Genau. So. Alles klar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Tschüss.